Antje hier für tabletblog.de. Ich bin gerade am Stand von Cosmos auf dem Showstoppers Event in Las Vegas. Und vor mir habe ich hier eine ganze Reihe von Tablets, MIDs, wie man sie nennen möchte. Hier haben wir erstmal das COS1, das ist ein 5 Zoll Gerät, kapazitiver Touchscreen, Intel Oak Trail Plattform. Es ist in allen drin, überall Intel Oak Trail. Windows 7 ist das Betriebssystem. Und dieses MID-Tablet, wie man es nennen möchte, wird unter anderem speziell für Spiele entwickelt. Deshalb auch diese Cursor hier. Wir gehen mal kurz um das Gerät hier rum. Wir haben hier einmal einen Power-Anschluss fürs Netzteil, oder? Nein, das ist Anschluss für Kopfhörer, Rocker-Switch für die Lautsprecher. Dann haben wir Anschluss fürs Netzteil, HDMI-Ausgang und USB-Port. Da rechts und links zwei Buttons, typisch für Controller von Konsolen. Hinten haben wir eine Kamera und das war's auch schon. Hier haben wir noch ein Micro-SD-Karten-Slot und den einen Ausschalter, beziehungsweise damit kann man auch das Display locken, damit man nicht aus Versehen irgendwas aktiviert. Ein weiter haben wir hier das COS, die zweite Generation. Der einzige Unterschied ist, dass man das Tablet hier so abnehmen kann. Es wird mit Magneten festgehalten. Sonst ist das identisch. Auch Intel Oak Trail, kapazitiver Touchscreen, 5 Zoll Display, Auflösung, soweit ich weiß, 1420 x 600 Pixel. Gehen wir zu der größten Version. Das hier ist das COS 9, ein 9 Zoll Tablet. Wir haben hier vier Buttons, die wir eigentlich von Android kennen, aber es ist Windows 7. Gehen wir kurz um das Gerät hier herum. Da haben wir die beiden Buttons, um die Laufstärke zu regeln. Das hier sieht nach einem SIM-Karten-Slot aus, wenn ich mich nicht irre. Daneben USB 2.0, HDMI-Ausgang. Hier haben wir noch einen Anschluss fürs Netzteil. Weiter hier haben wir nur einen Power-Button und hier noch einen SD-Karten-Slot. Nee, das ist kein Anschluss fürs, das ist kein SIM-Karten-Slot auf der anderen Seite. Beides sind hier die Lautsprecher, dieser Schlitz hier. Und hier haben wir den Kopfhörer-Ausgang. Hinten haben wir noch eine Kamera. Das sind übrigens alles Prototypen hier. Windows 7 läuft auf allen, aber so richtig gibt es noch nicht. Prototypen, nur die Hardware haben wir hier. Und wir gehen mal kurz weiter und dann sehen wir auch schon, wie man dieses 9 Zoll Tablet dann bekommt. Und zwar hat man hier so ein Case, dazu bekommt man einen extra Akku und so eine Tastatur hier. Die holen wir mal kurz raus, damit wir sie näher ansehen können. Dann haben wir eine normale QWERTY-Tastatur, so wie diese Cursor hier, mit denen man auch Spiele spielen kann. Und hier können wir dann gleich das Touch-Interface sehen. Das sitzt dann auf Windows 7. Der Akku fällt gleich raus, du konntest nicht anfassen. Wir können uns das kurz ansehen. Ist eben ein Touch-Interface für Windows 7. Das sieht ganz gut aus. Und dürfte auf jeden Fall die Navigation vereinfachen. Okay, es macht gerade nichts. Wie gesagt, es ist gerade ein Prototyp. Das waren also drei Tablets auf dem Cosmos-Stand, auf dem Showstoppers-Event in Las Vegas.